Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Oh nein, Tero, was ist mit deinem Salafistenbart passiert? Ich war vorhin gerade eben beim Friseur und der miese Hund hat nämlich Mist gebaut. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt mir den Bart so verkürzen, sondern meine Haare, Alter. Das kommt meistens immer davon, wenn du bei Ausländer dir für 5 Euro die Haare machen lässt. Dann bekommst du auch genau diesen Service, Alter. Der macht dir nicht die Haare so oben kurz, der macht dir die gleich am Bart so weg. Ja, nein, Spaß. Ich habe dem wirklich gesagt, so ein bisschen verkürzen. Und dann hat er den scheiß Rasierer eingestellt und dann einfach zu tief und dann sah das schon scheiße aus. Hab ich gesagt, komm, mach ein ganz bisschen, also etwas kürzer, jetzt sieht das natürlich so aus. Aber macht euch nicht ins Hemd, ich lass wieder wachsen. Wie manche Liputaner, die das versuchen. Nein, Spaß. Also wir schauen uns Kollege und Farid Banker featuring Musee in die Unendlichkeit und heute ein Bild bereits, ein Zeitschrift rauskam, beziehungsweise ein Artikel, wo... Ja, die sich wieder diese Zeile rausgepickt haben mit, Moment, ich habe das sogar auf dem Handy, schaut euch mal, ich habe das sogar auf dem Handy, ich habe das geschickt bekommen. Wo war denn dieser dreckige Artikel? Und zwar hier, wieder von der Bild. Hier zertrümmern sie ihren Skandal-Echo, ja, also mal so hier nebenbei Bild. Bla bla, ich habe mir das vorhin durchgelesen gehabt und zwar anscheinend kommt in dem Video eine Sequenz vor, wo der Echo ihr wisst, was ich meine, wird. Und anscheinend musst du das Bild wieder rauspacken und wieder diese Zeile zitieren, mein Körper definierter als Auschwitz-Insassen. Das ist so typisch Bild, also die größte Dummheit, die man auf der Welt machen kann, ist Bild lesen. Aber wir schauen uns das mal an. Feature Musee! Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, meine ausländischen Mitbürger da draußen. Letztes Jahr um diese Zeit dachte ich, der Hype ist zu Ende, meine Karriere einfach... Ich muss irgendwie sagen, der liebe Farid sieht mit diesem kleinen Schnäuzer für mich ein bisschen komisch irgendwie aus, ja? Wie so ein Mafioso. So ein kleiner Mafioso. Rap, dreiviertel kämpfen, es gab keine Geschenke, doch ich hatte ein paar Talente. Für den einzigen, der mir half, öffne ich freitags die Hände. Ein Jahr vor JBG musste ich die Tour absagen und hab für eine kurze Phase auch nicht ruhig geschlafen, doch ich kam durch. Kann einer zufällig mir sagen, wieso ich die Tour absagen musste? Ich hoffe, dass JBG, ich hoffe, das lag nicht wegen dem Echo oder so. Ja. Ich weiß, ich bin gerade nicht auf dem Schirm, wieso das ist. Geladen, wollte es noch einmal wissen, denn ich lasse nicht nach und hatte noch Namen auf meiner Liste. Doch es ist lange nicht vorbei, den Beamten trifft das Blei und als JBG kam, warst du trotzdem nicht da und deine Bande knickte ein. Ah. Endlover Rapper und zeige es. Hört sich so ein bisschen nach, wie soll man sagen, so einen traurigen Real Talk an. So dieser Beat, diese Stimme, so nicht diese brutale Art, die man wie sonst von JBG 3 kennt. So habe ich so das Gefühl. Dass ihr von euch noch Fugazi bekommt, ja. Deshalb seid ihr jetzt auf 180, wenn 4 Sekunden mein Bugatti verrohrt ist. Farid ist Gold, Farid ist Platin. Die Kugel, sie kostet, die Narbe ist gratis. Ah. Die Message dieses Movements. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr denkt überhaupt über Platin war gestern. Was denkt ihr, was reißt es ab oder reißt es nicht ab? Welchen Status wird Platin war gestern erreichen? Auch Platin? Könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr darüber denkt. Muss ich klar erwähnen, nur wer bereit ist zusammenzufallen, kann zusammenstehen. Die Weste nicht weiß, die Welt unser Feind. Sie wollten uns brechen und bekämpften den Hype. Testo for life, Legenden am Mike. JBG in die Unendlichkeit. Oh, das finde ich zum Beispiel mega geil, ne? Es ist nicht übertrieben, diese Autotune-Geschichte. Man hört aber hier, dass es auf jeden Fall was dabei ist. Irgendwas ist dabei. Ich würde sogar vermuten, dass es Autotune auf jeden Fall ist. Aber diese Stimme ist sensationell geil. Für die Unendlichkeit. Ja, hier hört man sehr gut Autotune. Ja, ja. Ja, ja. Und das wird nicht das Ende sein. Nein, nein, nein. Schon jetzt für mich persönlich übergeiler Track, Alter. Mag ich gerade. Diese Anfang, dieser Flow von Farid, einfach ruhig und einfach so Real Talk mäßig. Nein, diese Stimme in die Unendlichkeit. Bam, fertig. Für die Unendlichkeit. Ja, 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 ja.
Augen stahlgrau, wie ein Sozialbau in Warschau. Sieger lächeln, wenn ich auf alles, was mal war, schau. Eine sehr schöne Line, ja. Augen, also grau, wie das die Gebäude in Warschau, wenn ich ja, zurückschaue, so gesehen. Also sehr geile Line. Ich muss sie nochmal hören. Ich spule mal ganz kurz zurück. Also ich kann mir sie gerade nicht, also ich kann sie gerade nicht repeaten, sag ich mal. Alli, einfach geile Line. Augen stahlgrau, wie ein Sozialbau in Warschau. Siegerlächeln, wenn ich auf alles, was mal war, schau. Angefangen im Kellerloch auf. Siegerlächeln, wenn ich was mal war, schau. Einfach wie in Warschau. Einfach gut. Ist gut. Zerschlissener Echo, spring ich Album für Album den alles zerfickenden Rap-Song. Die Fliesen unter meinem Kreuz sind hart und drücken, doch schläfst du auf blankem Boden, kriegst du einen geraden Rücken. Und heute wollen sie in diesen Zeiten Hass erkennen, doch ich schreibe weiter deins und lass sie brennen. Scheiß drauf, was die Masse drängt, gebe keine Fick auf die Artikel, es heißt Kanaken-Slam. Ihr könnt kommen. Ich frag mich gerade, es ist ja auf Trends Platz 2. Wer ist denn jetzt gerade auf Trends Platz 1? Ich will mal ganz gut checken. Materia und Casper haben auch was? Und die sind auf Platz 1? Ernsthaft? Tatsächlich? Wow! Wusste ich gar nicht. Auf den Track muss ich gleich auf jeden Fall mir auch gönnen, ne? Natürlich nach diesem wunderbaren Track. Meint das Echo-Jury-Team, doch haltet den Ball dafür flach, wie bei Flat Earth-Theorie. Was kommt am Ende raus? Wir machen Welle wie nur sonst was, denn Prinzipien sind wichtiger als Stellen vor dem Komma. Junge, scheiß auf das Geld, wir stehen allein gegen die Welt, gerade bis zum Tod, wie der Highway to Hell. Es ist. Ich hoffe, die beiden bleiben weiterhin für sehr, sehr lange Zeit am besten für immer Brüder, ja. Trotzdem würde es mich interessieren, wenn die beiden, wie es wäre, wenn die beiden sich tatsächlich dissen würden. So wie der damalige Kampf zwischen Kool Savas und Echo. Es war ziemlich interessant, weil beide so gesehen sehr gute Brüder waren und dann gingen die auseinander und dann dieser heftige Diss, man weiß, dieser Kool Savas Diss, epischer Diss. Ich würde mal gerne wissen, ich will keinen Fitner machen, ich will nicht, dass sie sich streiten, aber wie wäre das wohl? Das wäre doch ziemlich dope. Ist wieder überkrass, Alter. Die unbrechbare Bruderschaft. Und wenn ich sag, dass wir im gleichen Boot sitzen, meine ich ne 100 Meter Luxusjacht. Die Westen, ich weiß, die Welt unser Feind. Sie wollten uns brechen und bekämpften den Hype. Testo for life, Legenden am Mike. JPG in die Unendlichkeit. Also ballert gerade mies. Was ich auch gerade sehe, eben muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie diese Trends berechnet werden, aber ich gehe eigentlich davon aus, so die Klicks pro Minute vielleicht könnte ich mir so vorstellen, keine Ahnung, könnte ich aber so denken. Und trotzdem, irgendwie haben 635.000 Leute diesen Shit gesehen, das ist auf Platz 2, Materia dagegen sofort auf Platz 1, aber nur 100, ist doch am selben Tag rausgekommen, ja. Frage ich mich, wieso auf Trends Platz 2? Für die Unendlichkeit. Ja, 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 ja. Und das wird nicht das Ende sein. Nein. Die Hook ist überepisch, Mann. Diese Hook. Nein, nein. Für die Unendlichkeit. Ja, 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 ja. Ah, ich glaube, das ist jetzt die Szene, wo er wahrscheinlich das Ding fallen lässt, so wie die liebe Bild auch geschrieben hat. Ja, und das Ding zerbricht, gehe ich davon aus. Jawohl. Scheiß auf das Ding, schmeißt weg, ist eben Müll. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Achso, ja, Material muss ich auch noch abchecken. Ja, dann bis gleich, tschüss.